Ich bin Peter Kotzerke, ich komme aus der Nähe von Frankfurt und ich bin mit meinem Clown Jaron Frohwein seit circa 2 Jahren auf Entdeckungsreise in einer Kinderarztpraxis zum Beispiel oder in einem Flüchtlingsheim. Ich habe das erste Mal eben Kontakt gehabt mit den Klinik-Clowns während meinem Medizinstudium in der Kantine von der Uniklinik Frankfurt und habe eben da auch schon gemerkt, was für eine positive Atmosphäre die verstreuen können und zwar nicht nur in irgendwelchen Patientenzimmern. Und vor 2 Jahren hatte ich eben die Möglichkeit und ich wollte diesen Perspektivwechsel haben, dass es eben nicht nur für den ärztlichen Beruf geht es eben auch viel um Abwicklung, Diagnosen, Heilung und so weiter. Und eben es gibt einen Alltag, der recht straff strukturiert ist und manche Sachen können eben auch nicht bedient werden. Und diese Möglichkeit, dass man eben sagt, da gibt es jemanden, der es schafft, den Patienten irgendwo abzuholen, dem die Sorge zu nehmen, dem die Angst zu nehmen und irgendwas Bleibendes, Positives zu lassen im nun Zimmer und auch mit dem zu arbeiten, was gerade da ist. Also nicht nur Spaß machen, sondern eben auch vielleicht die Angst und die Sorge umwandeln in irgendwas Schönes. Und das wollte ich machen. Und da versuche ich mich jetzt gerade sozusagen mit meinem Jaron in Bereichen, die eben gerade nicht mit dem Krankenhaus, also noch nicht mit dem Krankenhaus zu tun haben. Für mich ist es eben wichtig, also ich bin gerade in der Facharzt Weiterbildung für Allgemeinmedizin sozusagen in der Hausarztpraxis gerade tätig und ich besuche die Patienten eben auch zu Hause und ich merke immer wieder, dass es eben ganz wichtig ist, die Patienten nicht nur medizinisch zu bedienen, sondern auch das Ganzheitliche zu sehen. Und dieses Positive, was die Patienten wirklich behalten, ist oft und mit unter anderem auch das Zwischenmenschliche. Genau. Also in der Kinderarztpraxis hatten wir so ein Wartezimmer mit 20 wartenden Kindern, die eben auch teilweise sehr aktiv waren und mitgemacht haben und total mit dabei waren. Aber es gab eben auch die Ängstlichen, die auf dem Schoß der Mutter saßen und eben nicht mitgemacht haben. Und wir hatten in dem Bereich dann eben, irgendwann fingen wir an zu tanzen und so eine Art Stopdance zu machen. Und irgendwann meldete sich der Junge zu Wort und sagte, ich tanze aber ganz anders als ihr. Und fing dann an, sozusagen sich das Zentrum zu nehmen und wir haben ihn quasi dazu gebracht, dass er aus seiner zurückgezogenen Art sich sozusagen den Fokus nehmen konnte und einfach Spaß hatte. Und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, deshalb mache ich es.